Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kommilitoninnen, wir fangen an mit der heutigen Sitzung, unserem Studium Generale 1525 Württemberg im Aufstand. Nachdem wir letzte Sitzung uns einem ja wichtigen Akteur, dem Gegner der Bauern, dem Schwäbischen Bund, gewidmet haben, kommen wir jetzt heute wieder zurück auf die Schauplätze und einem Akteur zugleich, nämlich den Reichsstädten und dem Bauernkrieg, speziell vor allen Dingen der Reichsstadt Reutlingen und dem Aufstand von 1525. Für die Reichsstadt Reutlingen haben wir einen ausgewiesenen Experten heute zu Gast, der gewissermaßen die Geschichte der Reichsstadt verkörpert, könnte man sagen, und den ich Ihnen in aller Kürze vorstellen möchte. Zum heutigen Referenten Dr. Roland Deigendisch. Er hat Geschichte, mittelalterliche Geschichte, historische Hilfswissenschaften, ältere deutsche Sprachen und Literatur in Tübingen, Wien und Marburg studiert und 2000 eine Promotion vorgelegt zur Kartause Güterstein bei Urach. Er ist nach seiner Promotion in den Archivdienst gegangen. Von 1987 bis 1990 hat seine Ausbildung stattgefunden beim Land Baden-Württemberg. Und genau danach hat es ihn in die Archive verschlagen, zunächst in das Stadtarchiv Münzingen von 1990 bis 2008, anschließend in das Stadtarchiv Kirchheim-Unterteck bis 2012 und seit 2012 ist er nun Leiter des Stadtarchives Reutlingen. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Stadt-, Regional- und Landesgeschichte, außerdem mit dem Schwerpunkt oder im Schwerpunkt historische Hilfswissenschaften. Er ist Mitglied in zahlreichen Verbänden, beispielsweise Geschäftsführer des Reutlinger Geschichtsvereins, Mitglied des Alemannischen Instituts oder aber im Vorstand des Südwestdeutschen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung. Außerdem ist er Beiratsmitglied im Förderverein des Instituts für geschichtliche Landeskunde der Universität Tübingen. Ich könnte wie jedes Mal noch ein bisschen weitermachen, fasse mich aber kurz. Seine Forschungsschwerpunkte schlagen sich in vielfachen Publikationen wider. Ich möchte nur einige wenige nennen, unter anderem zusammen mit Christian Jörg die Herausgeberschaft des Bandes Städtebünde und städtische Außenpolitik, Träger, Instrumentarien und Konflikte während des hohen und späten Mittelalters, erschienen Ostfildern 2019. Oder aber ein erst jüngst erschienener Aufsatz in der Zeitschrift für württembergische Landesgeschichte mit dem Thema Die Reutlinger Friedensordnung des späten Mittelalters aus der Arbeit am Reutlinger Urkundenbuch. Ein Werk, das er maßgeblich vorangetrieben und initiiert hat. Meine Damen und Herren, nun übergebe ich dem heutigen Redner des Abends das Wort und wünsche Ihnen eine angeregte Sitzung. Liebe Frau Wegner, meine sehr verehrten Damen und Herren, also Frau Wegner, zunächst ganz herzlichen Dank für die wirklich liebenswürdige Einführung. Bei den genannten Jahreszahlen wird einem natürlich bewusst, also wie alt man mittlerweile geworden ist. Aber es ist schön, dass Sie mich trotzdem noch einladen, hier zu sprechen. Ich möchte auch betonen, dass gerade heute, habe mich schon mit der Reutlinger Stadtgeschichte beschäftigt. Ich freue mich aber außerordentlich, dass heute Abend mein früherer Chef, Dr. Werner Ströbele, auch hier ist, der gleichermaßen Experte in reichsstädtischer Geschichte Reutlingens ist und, glaube ich, aufpasst, ob ich auch das Richtige sage. Ich möchte
gerne an einer vielleicht ein bisschen überraschenden Stelle für die Thematik dieser Reihe beginnen. Vor 100 Jahren erschien die berühmte Rede Thomas Manns von Deutscher Republik im Druck. Damit hat sich bekanntlich der konservative Intellektuelle unter dem Eindruck politischer Morde der Vorjahre mit dem demokratischen Weimarer Staatswesen ausgesöhnt. Darin heißt es unter anderem, um Mensch zu werden und zu bleiben, bedarf es eines Staates. Nun, ein Staat, natürlich nicht im modernen Sinn, stellten im mittelalterlichen Europa näherungsweise Stadtrepubliken dar, die es allenthalben gegeben hat, besonders aber im Südwesten, einschließlich des Elsass in Form der Freien und Reichsstädte. Es ist vielfach hervorgehoben worden, dass in diesem engräumigen Gebilde die politische Organisation oft genug ein Prozess des Aushandelns war, ebenso eine zeichenhaft aufgeladene Bestätigung herrschender Verhältnisse. Ein Ergebnis solcher Aushandlungsprozesse sehen wir hier im Bild, ein Schwörtag im oberschwäbischen Memmingen, natürlich ein wichtiger Ort hier für diese Vortragsreihe, kurz vor dem Ende der Reichsstadtzeit. Zweifellos stellt dieser jährliche Wahlakt eine Form der Kommunikation dar, nicht nur in Worten, sondern, wie sich hier sehr schön zeigen lässt, auch durch Zeichen und Riten, ja sogar durch Musik, wenn man an die Ratswahlkantate Johann Sebastian Bachs für das thüringische Mühlhausen, ebenso eine Reichsstadt, denkt. In besonderer Weise war Kommunikation in Zeiten krisenhafter Zuspitzungen gefordert. Der Bauernkrieg stellte, das wird meine These sein, diese stadtrepublikanischen Gemeinwesen auf eine Probe, die sich in einer Stadt wie Reutlingen durch die gleichzeitige Reformation als besonders herausfordernd erwies. Reutlingen hatte im Vergleich zu Heilbronn, dem thüringischen Mühlhausen, ich habe es gerade erwähnt, oder auch Memmingen in Oberschwaben, bislang eine derart geringe Aufmerksamkeit in der Bauernkriegsforschung erfahren, dass sie in der bekannten Karte des historischen Atlases zu den Bauernkriegsbegebenheiten allenfalls als Orientierungsort vorkommt. Ich habe jetzt darauf verzichtet, also diese Karte hier zu zeigen, weil ich irgendwie annahm, irgendjemand in dieser Reihe wird sie garantiert zeigen. Also falls das nicht der Fall ist, Sie müssen sich vorstellen, Bewegung oberhalb, unterhalb Reutlingens, links und rechts. Aber da, wo Reutlingen ist, da ist also nicht nur nichts, sondern gar nichts. Dennoch mag es von Belang sein, sich mit Reutlingen und dem Bauernkrieg zu befassen. Wurden doch hier als einzigem Ort zwischen Augsburg und Straßburg, zwischen Konstanz und Würzburg die 12 Artikel der Bauern gedruckt. Zudem erscheint der Reutlinger Prädikant Matthäus Alber unter den von den oberschwäbischen Bauern nominierten Richtern, um über ihre der Bauern Vorstellungen einer neuen gesellschaftlichen Ordnung zu urteilen, eine Ordnung, die sich eben aufs Evangelium gründen sollte. Anhand zeitgenössischer, aber auch jüngerer Quellenbefunde möchte ich versuchen, Ihnen ein Bild davon zu vermitteln, wie die städtische Gesellschaft mit der Herausforderung aufständischer Bauern umging, mit welcher Kommunikation in der Krise des Frühjahrs 1525 versucht wurde, Glaubwürdigkeit nach innen und außen zu bewahren. Zuvor aber in gebotener Kürze ein Blick auf die Städte im Reich und das Verhältnis zu den Bauern. Im Reich gab es zahlreiche Städte. Man schätzt am Ende des Mittelalters um die 4000, davon die meisten allerdings klein oder kleinste Städte, also zumal wenn man sie mit heutigen Größen vergleicht. Die allermeisten hatten weniger als 2000 Einwohner, manche waren kleiner als so manches Dorf. Reichsstädte gab es weniger als 100, etwa 85 um das Jahr 1500, also über das, über was wir reden, das ist eine relativ kleine Entität. Eine Vorstellung davon, wie zahlreich aber im Südwesten diese kleinen und diese Mittelstädte waren, vermittelt diese Karte des Oberrheingebiets, die ich einem Aufsatz von Tom Scott, das ist schon ein älterer Aufsatz, entnommen habe,
Tom Scott, der sich eben mit Städten- und Bauernkrieg am Oberrhein befasst hat. Obwohl die Stadt gerne, wie hier in dieser Illustration der Schädelschen Weltchronik, als etwas Eigenes und von der bäuerlichen Welt durch ihre Mauern fast hermetisch Abgegrenztes gesehen wird, ist, denke ich, jedem Kind klar, dass dies allenfalls ein Bild ist, aber kaum der Wirklichkeit entspricht. Gerade die schon erwähnte Vielzahl der kleinen und kleinsten Städte zeigt vielfache Überschneidungen und Unschärfen von städtischer und ländlicher Welt. Das gilt für die bis heute weithin vergessene Allgegenwart von Landwirtschaft keineswegs nur in Ackerbürgerstädten. Diese lebensnahe Darstellung des winterlichen Treibens auf dem Augsburger Hauptplatz gibt eine schöne Anschauung davon. Da sieht man Vieh, Markttreiben, Transport und Schlachtung von Tieren. In einer Stadt wie Reutlingen war zum Beispiel die größte der 12 Zünfte die der Weingärtner, die natürlich Bezug zur Landwirtschaft hatte. Und in den zahlreichen kleineren elsässischen Reichsstädten hatten ebenfalls die Weingärtner eine immense Rolle dann gerade im Bauernkrieg. Und umgekehrt gab es ein immer stärkeres Ausgreifen stadtbürgerlicher, wirtschaftlicher und Herrschaftsrechte ins Umland. Städtische Spitäler waren oftmals bedeutendere Grundherren als mancher Adelige. Kurzum, die Stadt war auf dem Land gegenwärtig, die Bauern in der Stadt gleichermaßen. Hinzu kommen zentralörtliche Gesichtspunkte, die die Städte für die Bauern besonders interessant machten. Es kommt ein bisschen eklektizistischer Gang durch verschiedene Punkte, da könnte man natürlich lange drüber sprechen. Also ich versuche es ein bisschen zusammenzufassen. Die Stadt war, so meine ich, ein intellektueller Bezugspunkt, gerade im Bauernkrieg. Das ist ja hier auch schon Thema gewesen. Die berühmten 12 Artikel, formuliert von dem in Horb, also nicht weit von hier, geborenen Kirschner-Gesellen Sebastian Lotzer, wurden in Memmingen niedergeschrieben. Auch der dortige Prädikant Schapperler soll Einfluss gehabt haben. Diese Zusammenfügung konkreter bäuerlicher Forderung mit einer reformatorisch inspirierten Vorstellung eines Lebens nach dem Evangelium war eben im städtischen Milieu diskutiert und niedergeschrieben worden. Die Stadt war außerdem medialer Umschlagplatz. Städte, vor allem Reichsstädte, waren Märkte für Medien und Informationen. Das Programm der aufständischen Bauern, die 12 Artikel, wurden hier gedruckt. Also hier sehen wir natürlich die Reutlinger, den Reutlinger Druck der 12 Artikel und erfuhren durch diesen Druck eine immense Verbreitung. Die Stadt war zudem als Ort des Rechts relevant. Rechtlicher Rat war dort für die Bauern zu erwarten und es ist ja bekannt, dass beispielsweise die Stühlinger Bauern, die sich mit ihrem Herren, den Grafen von Lupfen, auseinandersetzten, sich gegen ihre Herrschaft vor das Reichskammergericht wandten, das sich damals in Esslingen befand. Sie wurden von einem Anwalt, einem Prokurator aus Reutlingen vertreten, dem Juristen Ludwig Hirter. Steht nun die Berufungsmöglichkeit an ein Reichsgericht für die Untertanen für eine zusehende Verrechtlichung im modernen Staat, also etwas Modernes, kann in Reutlingen das dortige Totschlägerasyl auch als Rechtsinstrument, als städtisches Rechtselement gelten, das allerdings eher für eine vormoderne, fast archaische Zeit steht. Es war für mich nun also interessant zu gucken, es gibt also Protokolle dieser Asylanten, die nach Reutlingen gekommen sind und natürlich hatte dieses Asyl also jetzt nichts mit dem Asyl zu tun, über das wir heute reden, sondern es war eine Einrichtung für Leute, die sich unmittelbarer Blutrache und unmittelbarer Strafverfolgung aufgrund einer Gewalttat entziehen
wollten, eine eigentümliche Einrichtung, die gerade in Reutlingen bis ans Ende der Reichsstadtzeit bestand. Und bis zu dieser Zeit, also gab es auch Protokolle eben der Leute, die nach Reutlingen gekommen sind. Jetzt war ich natürlich gespannt drauf, wer kommt denn da zu Bauernkriegszeiten? Blöderweise ausgerechnet, also dort ist die Überlieferungslage dünn. Immerhin, also daraus ist auch dieses Beispiel genommen, zwischen Januar und September 1525, danach haben wir eben diese Lücke, haben wir 22 Fälle und es fallen dann ein paar Fälle auf, also wo ganze Gruppen, also eine Handvoll Männer nach Reutlingen kommen, die einen Totschlag begingen. Und ich meine, zweifellos Bezug zum Bauernkrieg hatte eine Gruppe von 5 Leuten aus Baltringen, die am 5. Juni, also das jetzt hier zu sehen, wegen eines Totschlags zu Altingen, ja, das ist ja Richtung im Gäu, Richtung Böblingen, vorsprachen. Am 6. Mai kamen dann nochmals 5 Männer aus Kusterdingen. Aus Baltringen waren 6, aus Kusterdingen waren es 5, ja, ebenfalls wegen einer Gewalttat. Angesichts solcher Pull-Faktoren, die sich natürlich noch mehren ließen, überrascht es nicht, wenn nur wenige Äußerungen während des Bauernkriegs überliefert sind, die man als dezidiert städtefeindlich werten kann. Und die auf eine Aufhebung der Unterschiede zwischen Stadt und bäuerlicher Welt abzielten. Ich möchte sie trotzdem nennen, von einer der wenigen Frauen, von der wir so ein bisschen ein Profil in den Quellen haben zu dieser Bauernkriegszeit, stammt also der wutentbrannte Satz, Heilbronn müsse werden wie ein Dorf, so wie Böckingen, kein Stein dürfe auf dem anderen bleiben. Während das wohl eine spontane Unmutsäußerung gewesen war, gehört die also vielfach zitierte und auch bekannte sozial-utopische Vorstellung des Tiroler Bauernführers Michael Geismayer, also schon geht eher in Richtung einer konzeptionellen Überlegung. Er schreibt, es sollen alle Ringmauern an den Städten niederbrochen werden und hinfür nimmer Städt, sondern Dörfer sein, damit kein Unterschied der Menschen, also dass einer höher oder besser weder der andere sein wolle, sondern eine Gleichheit im Land. Aber das sind Ausnahmen. Aus Bauernsicht schienen Städte fast natürliche Verbündete. Beide hatten immer wieder Klöster und Ritter zu Gegnern und hier wie da gab es Bevölkerungsgruppen, die gegen Obrigkeit und insbesondere gegen die Kirche auftraten. In Memmingen waren dies viele Weber, die zu den Armen in der Stadt zählten. Im Elsass, wie gehört, die agrarischen Zünfte wie eben die Weinbauern. Aber wie verhielten sich nun die Städte selbst? Für den schwäbischen Raum urteilte ein kundiger zeitgenössischer Beobachter in prägnanter Weise. Leonhard von Eck, also ich bin sicher, die Gestalt haben Sie schon öfters in dieser Reihe gehört und werden noch mehr von ihm hören. Also Leonhard von Eck, bayerischer Kanzler, schrieb an seinen Herrn Herzog Ludwig, die Bauern mehren sich von Tag zu Tag. Und dann hob er besonders hervor, in dem ist eine große Spaltung in den Städten. Die Lutherischen, so arm sind, die geben den Bauern Recht. Die nicht-lutherisch und die, die lutherisch aber reich sind, geben den Bauern Unrecht. In Summa, der Handel ist beschwerlich und oft angestellt auf einen rechtlichen Austrag. Ich glaube, es war gut verständlich. Also er vereinfacht das Ganze natürlich. Arme evangelische Städte, ja, schlagen sich auf die Seite der Bauern. Die reichen evangelischen Städte, ebenso wie die katholisch Verbliebenen, sind eher auf der Gegenseite. Insgesamt ist es unübersichtlich und am Schluss gehen sie eben nicht gegen die Bauern direkt vor, sondern sie zielen auf einen rechtlichen Austrag. Auch wenn bezogen auf ganz Deutschland sich die Lage noch etwas differenzierter darstellte, hatte der harte Knochen in bayerischen Diensten nicht ganz Unrecht. In der Tat gibt es etliche Beispiele von reichs- und mehr noch landesherrlichen Städten, die sich den Bauern anschlossen. Oft genug nicht ganz freiwillig, eben Heilbronn ist so ein Fall. Jakob Sturm, Gesandter beim Reichsregiment zu Esslingen und als Augenzeuge auf der Durchreise
in diese Heilbronner Geschehnisse geraten, schrieb an den Rat seiner Heimatstadt Straßburg am 22. April 1525, dass man den Bauern dort die Tore geöffnet habe, nachdem diese gedroht hatten, die Reben abzuhauen, also Heilbronn mit dem großen Weinbau. Und vor allem, nachdem der gemeine Mann und namentlich die Frauen innerhalb der Stadtmauern massiv darauf gedrängt hatten. Ganz offenbar war die Frage des Verhältnisses von Reichsstadt zu den Bauern auch eine der innerstädtischen Machtbalance. Die Heimatsturms Straßburg kann für die glatt entgegengesetzte Haltung stehen. Obwohl es auch dort Zulauf für die Bauern aus bestimmten Zünften gegeben hat, war die Stadt weit entfernt, mit den Bauern gemeinsame Sache zu machen. Oder auch Ulm, dort entschloss man sich im März 1525 auf dem Höhepunkt der oberschwäbischen Bewegung, die Stadttore zu besetzen, eintretenden Bauern ihre Waffen abzunehmen und sie ihnen dann erst beim Verlassen der Stadt wiederzugeben. Diese beiden Städte passen also ganz gut in dieses Bild von Eck, ja, dass die größeren Städte, egal ob lutherisch oder nicht, ja, sich eher von den Bauern abgrenzen, aber nicht unbedingt gegen die Bauern vorgehen. Zwischen solchen Extremfällen gab es Schattierungen aller Art. Die Forschung hat hier mittlerweile ein differenziertes Bild entworfen. Sven Tode hat in einer 1994 erschienenen Arbeit anhand mitteldeutscher, reichs- und landesherrlicher Städte ein regelrechtes Schema unterschiedlicher Haltungen der Städte gegenüber den Bauern erarbeitet. Von der bedingungslosen Öffnung bis zur strengen Verweigerung gab es praktisch nichts, was es nicht gab. Abhängig, so Tode, sei die Haltung einer Stadt von diversen Faktoren. Zentralörtlichkeit spielt eine Rolle. Die Größe des eigenen Territoriums. Reutlingen hatte zum Beispiel ein ausgesprochen kleines Territorium. Damit zusammenhängend auch die Grundherrschaft städtischer Obrigkeiten. Man könnte ja am Ende sagen, es ist kompliziert und das wird uns jetzt beschäftigen. Die Reformation spielt eine Rolle. Die Berufung auf das Evangelium. Die Verknüpfung bäuerlicher Forderungen mit der Kritik an Kirche und Klöstern stieß auch in den Städten auf ein nachhaltiges Echo. Indem die Bauern ein göttliches Recht als Grundlage für die Beziehung zu ihren Herrschaften einforderten, riefen sie gleichzeitig neben Luther, Melanchthon und Bugenhagen quasi die Frontleute der städtischen Reformation im Südwesten, welche die christliche Lehre erkennen sollten, als Schiedsrichter an. Über die Hoffnung, die die Bauern in die Reformation setzten, ist viel gesagt worden, auch hier in dieser Vortragsreihe. Andersherum setzten die intellektuellen Köpfe den gemeinen Mann, sei es Bauer, sei es Handwerker, gerne und oft als Counterpart der alten Kirche in Szene. Eine in Reutlingen erhaltene Druckschriftensammlung enthält ein paar einschlägige Beispiele. Das sind bekannte Druckschriften aus der Reformationszeit, die Sie sicherlich alle auch schon mal gesehen haben. Ja, sie zeigen eben den Bauern als Protagonisten, der die ja, wahre evangelische Wahrheit, das ja, Leben nach dem Evangelium einfach den Menschen plausibel nahebrachte und in der Regel Bettelmönche, andere Vertreter der alten Kirche ganz schlecht dastehen ließen. Ja. Der Zusammenhang von Reformation und Untertanenerhebungen war indes für die Städte auch gefährlich. Der Verdacht, durch Begünstigung der Reformation den Untertanenrevolten Vorschub zu leisten, erforderte von den Städten ein nicht unerhebliches Maß an kommunikativen Handeln, bei denen es oft genug um die Quadratur des Kreises ging. Es galt einerseits, den innerstädtischen Frieden aufrechtzuhalten, dabei einer massenhaften Empörung eigene Polizeikräfte in aller Regel ja nicht in der Lage waren, Ordnung zu schaffen. Andererseits durfte der Status der Stadt und ihre Verfassung nicht beschädigt werden. Die Loyalität zu Kaiser und Reich, aber auch zum Schwäbischen Bund, stand nicht zur Debatte. Der Kaiser, also der ja gar nicht im Land war zu dieser Zeit, stellvertretend eben das Reichsregiment, verstanden sich nun aber als Schutzherrn der katholischen Kirche, sodass reformatorische Städte stets in der Gefahr standen, dass in die inneren Belange eingegriffen wurde. Schließlich musste natürlich auch gegenüber den Bauern ein Weg gefunden werden, der die jeweiligen Machtverhältnisse und Bedrohungslagen berücksichtigte. Ja, in Heilbronn hat man sich eben dafür
entschieden, es ist vernünftiger, in der Situation die Stadttore den Bauern zu öffnen. Zahlreiche Dokumente belegen eindrücklich, wie tückisch die Lage gerade auch für Reutlingen war. Im August 1524, also noch bevor es in der Gegend wirklich zum Ausbruch von Kriegshandlungen kam, schrieb Erzherzog Ferdinand an den habsburgischen Statthalter in Württemberg, ihm sei nicht nur zu Ohren gekommen, dass die lutherische Ketzerei sich mehr und mehr ausbreite. Gerade aus Reutlingen wurde ihm berichtet, dass sich ein Prediger erdreiste, eine deutsche Messe zu lesen und ohne vorherige Beichte das Sakrament auszuteilen. Aus der Zwickmühle reformatorischen Aufbruchs und der unerwünschten sozialen Bewegung der Bauern rettete die Städte letztlich die Niederlage der Bauern. Im Nachhinein, etwa auf dem Speyerer Reichstag 1526, bei dem eben der Bauernkrieg auch ein großes und wichtiges Thema war, vertraten die mehrheitlich schon dem evangelischen Glauben zuneigenden oberdeutschen Städte die Position, dass eben durch falsche, mit ungleichem Verstand aufgefasste reformatorische Predigten den Aufruhr entstehen lassen konnten. Auch Reutlingen hat dazu einen Teil beigetragen zu dieser Haltung. Nun, wie sah es in Reutlingen aus? Ich würde gerne im folgenden, dem Hauptteil, zunächst einen Blick auf die Verfassung der Reichsstadt werfen, vor allem auf die Rolle der Zünfte und Beispiele dafür anführen, wie ein Konsens eben in Krisensituationen herbeigeführt werden konnte. Dann eben der Blick auf die Antwort der Stadt auf die bäuerliche Bewegung und am Schluss ein kurzes Fazit. Also erstens, Reutlingen zählte zu jenen oberdeutschen Reichsstädten, in denen sich die Ratsverfassung mit maßgeblichem Einfluss der 12 Zünfte im 14. Jahrhundert durchgesetzt hatte. Also das ist das Besondere an Reutlingen, dass hier die Patrizier eben nicht so eine große Rolle spielten wie etwa in Ulm oder in Ravensburg. Über eigentliche Zunftrevolten und innerstädtischen Aufruhr liegen allenfalls schwache indirekte Indizien vor. Am Ende des Mittelalters verfügte die Stadt jedenfalls über einen jährlichen, fein ziselierten Wahlvorgang für die städtischen Führungsämter. Für die Zunftgerichte und für den Rat, die am zweiten Sonntag nach dem Ulrichstag in den Schwörtag mündeten, den haben wir am Beispiel von Memmingen gesehen, den es auch heute als folkloristisches Event noch gibt in Reutlingen. Dabei verpflichteten sich die Stadtbürger und die neu gewählte Obrigkeit wechselseitig mit einem Eid auf die Stadtverfassung. Die Obrigkeit gelobte, der Stadt Bestes zu fördern, die Bürger wiederum beschworen ihren Gehorsam gegenüber Bürgermeister und Rat. Von Bedeutung dabei ist, dass die Zünfte, zu denen alle vollberechtigten Bürger mit Ausnahme der Geistlichkeit zählten, die entscheidende Basiskörperschaft für die Wahlen waren und auch eine Mehrheit im Rat bildeten. Trotz dieser oberflächlich demokratisch anmutenden Verhältnisse gab es Konflikte genug. Und gerade die Schwörtage waren immer wieder Gelegenheit, dass sich der Unmut der Bevölkerung über Ämterbesetzung, über Besteuerung und dergleichen mehr entlud. Jetzt gibt es wenige Jahre vor dem Bauernkrieg zwei Beispiele krisenhafter Zuspitzungen in der Geschichte der Stadt, die zeigen, wie abseits dieser Schwörtage und der üblichen Formen des Konfliktmanagements innerstädtische Willensbildung und dadurch Befriedung erfolgte. Das erste Beispiel führt, das war letzte Woche auch schon ein Thema, führt ins Jahr 1519. Belagerung und schließlich die Eroberung der Stadt durch Herzog Ulrich. Die Sache ist bekannt. Im Januar dieses Jahres hatte der Herzog den Tod des Kaisers genutzt, die Stadt seiner Herrschaft einzuverleiben. Zwar ließen sich die Stadtmauern nicht beim ersten Anlauf überwinden, allerdings sorgte ein massiver Beschuss, das Abschneiden von der Wasserversorgung und die ausbleibende Hilfe des Schwäbischen Bundes für die Übergabe. Aber genau diese Entscheidung wollten Rat und Bürgermeister nicht in eigener Verantwortung treffen. In einer Rechtfertigung, die sich an die Mitstände des Schwäbischen Bundes richtete, berichteten die Reutlinger Stadtväter über die hoffnungslose Lage der Stadt, aber dann eben über eine Mehrheitsentscheidung der nicht weiter benannten Stadtgesellschaft, also der nicht weiter differenzierten Stadtgesellschaft. Entschieden wurde die Übergabe, ich zitiere, durch ein Meeres
von uns und unseren großen Räten, die einen Gemeind verwalten, auf Umfrage dazu gedrängt und genötigt. Und es sei nie keiner da wieder gewesen oder ein Rät gehabt. Kurz, das einhellige Votum im Rat und darüber hinaus gab den Ausschlag. Als plebiszitäres Element ist klar, der Rat wurde gedrängt und genötigt. Hier könnte man natürlich einreden, das ist einwenden, das ist vielleicht eine spätere Entlastungsstrategie des Rates, der man hier auf den Leim geht. Aber das zweite Beispiel, das jetzt bereits der Reformationszeit entnommen ist, zeigt dann doch stärker diese Möglichkeit plebiszitärer Elemente in der Willensbildung. Bekanntermaßen war Reutlingen unter den ersten Städten im Südwesten, die sich der reformatorischen Lehre zuwandten und dank des Predigers Matthäus Alber eben nicht der oberdeutschen Ausprägung zuneigten, sondern der lutherischen Richtung. Nach einschneidenden, mit hoher Symbolkraft aufgeladenen Schritten, die eine große Wirkung weit über die Stadtmauern hinaus erzielten, spitzte sich die politische Lage immer mehr zu. Sowohl der Schwäbische Bund als auch die habsburgische Regierung in Stuttgart übten Druck auf den Rat aus, das Konstanzer Bischofsgericht auf die Geistlichkeit der Stadt. Der Rat versuchte darauf, um das Pfingstfest 1524 herum die Situation aufzufangen, indem über die Zunftgerichte ein repräsentatives, mit dem Rat abgestimmtes Votum der Bürgerschaft eingeholt werden sollte, also wie man mit dem Prediger und wie man mit den Forderungen, die von außen an die Stadt herangetragen wurden, umgehen sollte. Ehe es aber zu diesen Versammlungen in den Zunfthäusern kam, sorgte ein zufällig ausgebrochener Brand dafür, dass entsprechend der städtischen Feuerordnung die ganze wehrfähige Bürgerschaft auf dem Markt zusammenkam. Nach der glücklichen Löschung des Brandes wollte nun eine in den Quellen nicht wirklich fassbare, aber offenbar ausreichend große und lautstarke Gruppe keineswegs wie geboten nach Hause gehen, sondern die anstehende Frage, wie mit dem vor das Bischofsgericht zitierten Prediger umzugehen sei, an Ort und Stelle klären. Da haben die am Markt die Spieß niedergelassen, einen Ring gemacht und miteinander geredet. So heißt es in einem Bericht der Stadtväter an den Schwäbischen Bund, und man hört aus dieser Formulierung heraus schon eine gewisse Analogie ja zu den Ratschlägen auch der Bauern oder auch von Landsknechten, ja, also eine damals übliche Form, sich zusammenzufinden. Einen Ring bilden, die Spieße niederlassen. Ergebnis war ein schließlich dem Rat abgenötigter Schwur, beim reinen Gotteswort zu bleiben, mithin den von Alber eingeschlagenen Weg der Reformation beizubehalten. Aber nicht nur das. Es sollte, das zeigt dieses Dokument links, es sollten auch bestimmte Beteiligungspflichten gegenüber den Zünften neu eingeführt werden, die Durchsetzung der Reformation also mit einer politischen Verfassungsänderung verbunden werden. Angesichts der aufgewühlten Lage gab der Rat nach, nahm aber nach nur wenige Tage später seine Zusage wieder zurück. Nachdem maßgebliche Städte des Schwäbischen Bundes eindringlich auf die Pflichten der Stadt als Glied des Bundes verwiesen hatten. Diese Vorgänge, die scheinen sich sehr gut zu jenem Befund zu fügen, der sich Wolfgang Wüst bei der Untersuchung fränkischer Reichsstädte darbot. Gemeinde- und Schwurversammlungen sowie gewählte Ausschüsse rüttelten zu dieser Zeit eben an hergebrachten Formen von Partizipation und Mitsprache. Vor dem Hintergrund der beiden dicht aufeinanderfolgenden politischen Willensbildungen, also 1519 die Übergabe der Stadt, 1524 das Eintreten für die Reformation, das Festhalten am Prediger, vor diesem Hintergrund stellt sich nun die Frage, wie man nun mit der bäuerlichen Bewegung in Reutlingen umgeht. Damit sind wir beim zweiten Punkt, Reutlingen und der Bauernkrieg. Zunächst ist festzustellen, dass Stadt und Region keineswegs so unberührt von den Bauernaufständen waren, wie die eingangs zitierte Karte im historischen Atlas Glauben macht. Im Grunde waren es zwei zeitlich dicht aufeinander folgende militärisch brisante Situationen im Februar, März sowie im April 1525, die eine Reaktion der Stadt erforderten. Über die Empörung der Bauern wusste man in der Stadt schon lange Bescheid.
Dieses Schreiben der statthalterlichen Regierung an die Stadtväter zeigt, dass schon die Bundschuherhebung am Oberrhein Ende 1522 bekannt wurde. Und dann natürlich sowieso in den Jahren 1524-25 gab es schon sehr viel näher liegendere Nachrichten über Zehntverweigerungen in den Orten auf der Schwäbischen Alb, gerade auch im württembergischen Amt Urach, sozusagen direkt vor der Haustür. Ebenso auch über Bauernversammlungen, die den nach dem Überfall Herzog Ulrichs wenige Jahre zuvor etwas überraschend als sicher geltenden Mauern der Reichsstadt dienten, damals beispielsweise dem in Tübingen weilenden Statthalter Wilhelm Truchseß zu Waldburg, also ein Verwandter des Bauern Jörg, als sicherer Verwahrort seiner Güter. Ja. Und erst nach der Niederschlagung der Bauern hatte sie in Reutlingen dann wieder abgeholt. Im Februar 1525 brachte dann der von den Bauern unterstützte Zug Herzog Ulrichs das Geschehen unmittelbar in die Umgebung der Stadt. Zu Anfang März wurden eilig aufgestellte Reiter des Bundes nach Reutlingen beordert, um dem mit Bauern verstärkten Heer Ulrichs entgegenzutreten. Die Dramatik jener Tage offenbaren Schreiben jetzt Georgs von Waldburg, also des Bauernjörgs, aus Tübingen an die Stadtoberen und an die Hauptleute der in und um Reutlingen dislozierten Truppen. Er mahnte damit den Aufbruch nach Tübingen an und die Rückvermerke auf den Briefen hatten regelmäßig und unmissverständlich zum Inhalt, wie sehr es brannte. Es steht dreimal untereinander, Zito, also schnell, am Schluss noch Citissime, also besonders schnell, beeilt euch. Reutlingen galt damals als einigermaßen unsicherer Kantonist. Es ist sicher kein Zufall, dass kurz nach diesem Mahnen des Bauernjörgs, ja, am 9. März, ein Brandbrief Markgraf Philipps, das war das Oberhaupt des Reichsregiments in Esslingen, ein Brandbrief nach Wien geschrieben wurde, in dem auf den Zusammenhang von bäuerlichen Revolten und Reformation hingewiesen wurde. Und drei Städte im Reich wurden damals besonders hervorgehoben. Das waren Straßburg, Magdeburg und Reutlingen. Und man mag sich fragen, also was die Stadt mit einer im Vergleich eher mittelmäßigen Wirtschaftskraft und politischen Bedeutung hier eigentlich zu suchen hatte. Denn Beispiele für den Erfolg der Reformation in Reichsstädten hätte sich unschwer auch anderswo finden lassen. Meines Erachtens spielte hier die unmittelbare Nachbarschaft eine Rolle, und auch eben die damals schon sichtbare und erkennbare Bedrohung der Bauern im niederschwäbischen Bereich. Bekanntlich endete diese Bedrohung, wenn man so will, im Februar, März 1525 noch plötzlicher, als sie entstand. Mangels weiterer Unterstützung des Herzogs durch die Eidgenossen war er seiner Hauptmacht beraubt und musste angesichts der Nachrichten vom italienischen Kriegsschauplatz den Rückzug antreten. Aber für den Bund, für die statthalterliche Regierung in Württemberg und das Reichsregiment gab es nur eine kurze Verschnaufpause, ebenso für die Reutlinger. Die Nagelprobe, die eigentliche Nagelprobe, sollte für Reutlingen nun erst kommen. Nach der Zersprengung des Baltringer Haufens bei Leipheim am 4. April 1525 wandte sich nämlich eine stattliche Gruppe von Bauern donauaufwärts und auf die Alb. In diesem zeitlichen Kontext würde ich gerne ein leider undatiertes Schreiben des Untervogts von Urach, Hans Wern, setzen. Der berichtet darin über einen Ritt über die Alb an die Donau und was er eben an den Kämpfen mit den Bauern hörte und was er selber sah. Nun traf er einen Fuhrmann, der kurz zuvor bei den Bauern gewesen war. Und von diesem Fuhrmann erfuhr der Vogt, dass sich die Bauern inzwischen um Zwiefalten und im Wald Teutschbuch lagerten und, ich zitiere, einen großen Trost und Verstand auf das Land des Gliechen, auf die drei Städte, Biberach, Reutlingen und Gmünd hätten. Also das heißt, die Bauern waren zuversichtlich zu dieser Zeit. Also obwohl es diese Niederlage bei Leipheim gegeben hat, sie waren zuversichtlich hinsichtlich des Landes, damit ist sicherlich gemeint Württemberg und vor allem mit Blick eben auf bestimmte Reichsstädte, von denen sie sich erhofften, dass die sich auf ihre Seite schlugen.
Der in Ulm tagende Schwäbische Bund wandte sich kurz darauf an den Reutlinger Rat mit der Forderung, den Bauern, die nun bereits bei Pfullingen und damit vor den Toren der Stadt lagen, jegliche Herberge und sonstige Hilfe zu versagen, hingegen dem Schwäbischen Bund Einlass zu gewähren. Dass die Bauern das württembergische Pfullingen eingenommen hatten, war mehr als nur ein Gerücht. Die Chronik der dortigen Klarissen hält die, also für die Nonnen, traumatischen Erlebnisse in jenen frühen Apriltagen fest. Darin heißt es, danach in dem 25. Jahr kamen der Besenburen vor unser Kloster und täten uns großen Schaden und dazu groß Angst und Not an. Da lagen wir 3 Tag und Nacht beieinander im Chor, und da die Not am größten war und wir uns der Buren nicht mehr konnten erwehren, sie wollten in das Kloster, da starb ein Schwester im Chor. Und was wir von den Buren Hand erlitten, Angst und Not und dazu großen, das weiß unser lieber Herr wohl. Reutlingen aber ließen die Bauern scheinbar längst liegen und zogen über den Schönbuch nach Böblingen, so jedenfalls ein Schreiber des dortigen Vogts. Und am 13. April berichten Bürgermeister und Rat von Reutlingen nach Tübingen, dass man wunschgemäß dem Kriegsvolk des Bundes Einlass gewährt habe. Nun, zwischen diesen Tagen, also zwischen dem 9. April, also diesem Schreiben, was wir hier sehen, Schwäbischer Bund an Reutlingen, und der Nachricht des Reutlinger Rats, also 4, 5 Tage später, hatte sich jener dramatische Showdown in der Stadt abgespielt, von dem eigentlich keine direkte zeitgenössische Quelle vorliegt, von dem dafür aber spätere Quellen sehr detailliert berichten. Vor die Entscheidung gestellt, ob die Bauern oder die Truppen des Schwäbischen Bundes mit Dietrich Speth in die Stadt gelassen werden sollten, schien es wie 1519 und 1524 nicht bei einer Entscheidung des Rats geblieben zu sein. Es gab Fürsprecher in der Stadt für die eine wie für die andere Seite. Die ausführlichste, allerdings spätere Erzählung spricht dabei dem Reutlinger Reformator Matthäus Alber ein maßgebliches Votum, eine maßgebliche Rolle zu. Sie ist in einer Lebensgeschichte Albers enthalten, die Heinz Scheible entdeckte und die er vor etlichen Jahren zusammen mit Christoph Rubelack ediert hat. Diese 1568 entstandene Zenturien-Vita berichtet Folgendes. Eines von zwei Bauernheeren in Schwaben lagerte demnach in einer Stärke von etlichen tausend Mann vor den Toren der Stadt. Und zwar gaben sie, die Bauern, vor, die evangelische Lehre gegen den papistischen Magistrat zu vertreten. Und Bauernboten an den Rat der Stadt forderten die Übergabe und den Zusammenschluss, die Konföderatio der Stadt mit den Bauern. Dem wäre man, wie bei den Bürgeraufständen auch, fast gefolgt. Und dann heißt es Nisi Deus ita gubernaset senatum. Ein Satz, der geht jedem Reutlinger Stadtrat sicherlich heute noch runter wie Öl. Also wenn nicht Gott den Rat regiert und geleitet hätte. So kam also die Kehre zustande. Der Rat wollte keine Entscheidung fällen, ohne nämlich zuvor seinen Prediger um Rat und Urteil gefragt zu haben. Und man darf, auch ohne dass die Vita es eigens erwähnt, fast annehmen, dass auch hier die Bauern wie andernorts eine biblische Legitimation ihres Handelns äußerten. Und zweifellos stand Alber bei den Bauern wegen seiner unerschrockenen Predigten in hohem Ansehen. Und Alber, so hier im Bild, befragt, was er von dem Ansinnen der Bauern halte, sagte ziemlich unmissverständlich, die Auffassung der bauerlichen Gesandten sei alles andere als der Weg des Evangeliums, sondern eher das Gegenteil. Und der Prediger wäre natürlich keiner, würde er hier nicht auch biblisch argumentieren, keineswegs, nämlich führe ein Aufstand zum Ziel Gewalt, sondern vielmehr das Gebet zum Herrn. Nur so sei unter Bezug auf eine Stelle im Matthäusevangelium die Ernte einzubringen. Dann aber argumentiert der Prediger auf eine bemerkenswerte Weise auch verfassungsrechtlich.
ein Zusammengehen mit den Bauern sei ruchlos, so Alber, habe die Stadt durch den Eid auf den Kaiser geschworen und nicht etwa auf die aufständischen Bauern. Nun, darauf seien nicht nur die abtrünnigen Teile der Bürgerschaft zum Gehorsam zurückgekehrt, dem Gesandten wurde auch unverblümt klargemacht, dass sie nicht erwünscht seien und offenbar stand es kurz vor einer Reutlinger Variante des Fenstersturzes. Die Stadt auf diese Art fortiter Defensa, also kräftig verteidigt, widerstand den Bauern und erweckte eben nicht den Anschein, dass es sich wegen der Reformation den Bauern anschlösse. Also darauf kommt es ja genau an. Also dieser Zusammenhang, Bauernaufstand, Reformation, der dürfte eben nicht gegeben sein. Deswegen habe sie sogar das Lob des Bundesfeldherrn Georg von Waldburg eingeheimst. Die vermutlich wenig jüngere, nach Albers Tod 1570 in Blaubeuren gehaltene Leichenpredigt Johannes Biscarius bestätigt die Erzählung in groben Strichen, geht aber weit weniger ins Detail. Die Erzählung berichtet also zweierlei. In der Stadt waren angesichts des Bauernheeres eine prekäre Lage entstanden. Es gab offenbar eine Gruppe, die die Bauern unterstützte. Analog zu den Erfahrungen des Markteids schien erneut ein Plebiszit über diese Frage bevorzustehen. Gab es doch eine namhafte Zahl von Sympathisanten der Bauern. Allerdings gelang es dem Rat, die Gesandten der Bauern zu Verhandlungen zu bewegen und brachten einen Kronzeugen reformatorischer Bewegung als Sachwalter in Stellung, Matthäus Alber. Ihm gelang es nicht nur, das Bündnisansinnen zurückzuweisen, sondern mehr noch die eigenen Bürger auf Ratslinie einzuschwören. Angesichts nun des Fehlens authentischer Quellen stellt sich die Frage, kann das stimmen und wenn ja, warum verlief diese plebiszitäre Situation so anders als die zuvor? Ohne dass man nun etwas über die Stärke des Bauernheers bei Pfullingen genaueres wüsste, muss es doch als sicher gelten, dass es das gegeben hat. Ein Versuch, die damals schon als evangelisch geltende Reichsstadt auf die Seite der Bauern zu ziehen, lag nahe. Man hatte ja entsprechende Beispiele vor Augen. Abgesehen von den generellen Vorteilen, die den Bauern ein befestigter städtischer Stützpunkt bot, gab es dort mit Alber eine geistliche Autorität, auf die sich die Bauern gerne berufen wollten. In der eingangs schon erwähnten zweiten Liste theologischer Richter oder Gutachten, die von den oberschwäbischen Bauern dem Schwäbischen Bund vorgeschlagen wurden, um über ihre Auffassung des göttlichen Rechts zu urteilen, befand sich neben bekannten reformatorischen Namen eben auch der Prädikant zu Reutlingen, niemand anders als Alber. Also die Bauern erhofften sich Schützenhilfe aus der Reichsstadt. Allerdings scheint die Albervita den dann folgenden Verlauf etwas verkürzt wiederzugeben, indem sich alles auf ein Streitgespräch zwischen Alber und den Abgeordneten der Bauern in Curia, also wohl auf dem Rathaus, konzentriert. Andere Quellen legen einen weit unruhigeren Verlauf nahe. Es scheint zu einer Versammlung der gesamten Gemeinde in der Stadt, vermutlich am Markt, gekommen zu sein. Dies belegen eine Reihe von Urfäden, also diese Art von Urkunden, glaube ich, sind auch schon öfters angesprochen worden. Dies belegen eine Reihe von Urfäden, die sich im Reutlinger Archiv erhalten haben. Ich nenne ein paar wenige. So wurde dann später Konrad Heinzelmann bestraft, weil er sich nicht nur bei einer Zunftversammlung gegen seine Obrigkeit gewandt hatte und anders als der Rat keineswegs dafür war, die Bündischen und Dietrich Späth in die Stadt zu lassen. Darüber hinaus wollte er sich dann nicht der Mehrheitsentscheidung beugen. Bei derselben Gelegenheit hatte ein gewisser Gregor Kranz, der offenbar neu in der Stadt war und schon vorbestraft, erklärt, er wolle weder den Bund noch die Bauern hereinlassen und wer ein Biedermann sei, der solle zur Abstimmung an seinen einen dritten Ort treten. Nachdem er auch noch gegen den Bund wetterte, wurde auch er festgesetzt. Hier sehen wir so nebenbei auch die Art und Weise, wie man sich also plastisch solche Abstimmungen auch vorstellen können. Also es wurde kein Stimmzettel abgegeben, sondern es wurden tatsächlich Gruppen von Menschen gebildet, sodass man eben sehen konnte, wo die Mehrheit stand. Ja. Weitere Urfäden sagen etwas über die Unterstützer der Bauern.
Der Reutlinger Balthus Schmid, von Beruf ein Schleifer und damit wohl auch Waffen erprobt, hatte sich laut seiner Urfehde den Bauern bei Pfullingen angeschlossen und war sogar deren Rottenmeister geworden. Dadurch sei er als Bürger eidbrüchig und versäumte es, die Stadt über drohende Gefahren zu warnen. Mit der etwas kryptischen Andeutung, wonach die Bauern der Stadt eine unehrbare Handlung herangetragen hätten, durfte eben nichts anderes als die Aufforderung zur Übergabe gemeint sein. Schließlich Wilhelm Koch, bei seiner Aussage spielt die Topografie eine gewisse Rolle, deswegen nochmals diese Ansicht Reutlingens. Wilhelm Koch, ein Kantengießer, also ein Zinngießer, damit keineswegs ein Angehöriger der Unterschicht, hatte seine Wache auf dem Mettmannstor, das ist das heutige Tübinger Tor in Reutlingen, das gibt es noch, verlassen, und er soll etliche Bauern in der oberen Vorstadt, die eben in Richtung Pfullingen lag, in die Stadt hereingeführt haben und unmissverständlich deren Partei ergriffen haben, indem er ausrief, hie Bauer auf diesen Tag und alle Tage Bauer. Und ein anderer, Jörg Wiedmeier, hatte beim oberen Mühltor in dem Moment, als Späth mit seinen Bundestruppen vor der Stadt mit Bürgermeister und Schultheiß unterhandelte, freventlich geredet und den Rat geschmäht. Kurz, die Urfäden, die belegen hinlänglich, dass es in der Stadt mehr spitz auf Knopf stand, als man nun, ob man nun Dietrich Späth und seine Leute oder aber die Bauern in die Stadt lassen sollte, als es die spätere Geschichtsschreibung zugestehen wollte. Es spricht nichts gegen die Annahme, dass für die Mehrheitsentscheidung die Autorität Albers und seine Erinnerung an die eidlichen Pflichten gegen Kaiser und Reich großes Gewicht hatten. Abgestimmt wurde offenbar gleichwohl. Insoweit reiht sich auch dieser innerstädtische Konflikt in Krisensituationen, die die Stadtgemeinde wenige Jahre zuvor gleich zweimal erlebt hatte. Merkwürdig blass bleibt bei allem der städtische Rat und sein Oberhaupt der Bürgermeister. Womöglich durch den Druck des Schwäbischen Bunds, durch den auf Druck des Schwäbischen Bunds zurückgenommenen Markteid belehrt, schien man sich eher aufs Verhandeln verlegt zu haben. Die Entscheidung der Stadt gegen die Bauern wurde auch in einer nachfolgenden Strafaktion unterstrichen. Auch in Reutlingen wurde nämlich ein Todesurteil vollstreckt. Ein mutmaßlich Walddorfer Bauer, Michael Ruf, genannt Rubin, hatte sich im Amt Calw und vor allem gegenüber dem Kloster Hirsau als Anführer hervorgetan, stand deshalb sozusagen auf der Fahndungsliste. In Reutlingen gefangen gesetzt, wurde er entgegen der Forderung des Tübinger Vogts nicht herausgegeben. Vielmehr schritten die Reutlinger selber zur Tat. In diesem Fall schien dem Rat die Möglichkeit gegeben, durch die Verurteilung eines Aufrührerischen sich als getreuer und eigenständig handelnder Stand des Schwäbischen Bunds zu zeigen. Am 9. April 1526 verurteilte der Rat den Rubin wegen etlicher böser Handlungen, zudem als Feind des Bundes im Land zu Schwaben und dieser Stadt. Er sei dem Nachrichter zu übergeben. Das war nicht ganz ohne Risiko, denn Rubin hatte offenbar durchaus auch Anhänger in der Stadt. Und bemerkenswert ist auch, dass Reutlingen hier anders handelte als andere Städte, also Rottweil beispielsweise, was kein Mitglied des Schwäbischen Bundes war. Rottweil hatte den dorthin geflohenen Bauernführer Martin Feuerbacher keineswegs ausgeliefert und auch nicht um die Ecke gebracht. Es ist am Ende nicht ganz einfach, zu einer wirklich validen Bewertung anhand auch der nicht ganz einfachen Quellenlage zu gelangen. Ich möchte in wenigen abschließenden Thesen versuchen, das gewonnene Bild der Reutlinger Vorgänge und der daraus folgenden Krisenkommunikation zusammenzufassen. Die entscheidende Begegnung der Stadt mit den Bauern fand also im April 1525 zwischen dem Weingartner Vertrag und der Schlacht bei Böblingen statt. Auch in Reutlingen gab es Sympathisanten der Bauern, die dafür waren, die Stadttore zu öffnen, für die Bauern zu öffnen. Und bei den Bauern gab es offenbar auch die Erwartung, dass es genau so kommen sollte. Entscheidend für den Verlauf war nun der Wille, die schon erfolgte Reformation zu sichern. Unter dem Eindruck des Markteids von 1524 stand man vor der Aufgabe, Eintracht innerhalb der Stadtmauer herzustellen und Bündnistreue gegenüber dem Schwäbischen Bund nach außen
zu signalisieren. Die unmissverständliche Verurteilung der bürgerlichen Empörung bot genau dazu eine willkommene Chance. Und willkommen war der evangelischen Reichsstadt, dass es ausgerechnet der lutherische Prediger war, der dafür starke Argumente lieferte. Nach außen ließ man keine Silbe über die Zerwürfnisse innerhalb der Stadtmauern dringen. Der Zusammenhang von Reformation und Aufstand des gemeinen Mannes wurde in Reutlingen ein Jahr später, wie gesehen, von der Hand des Scharfrichters für alle sichtbar in zwei gehauen. Das städtische Handeln folgte damit einer Logik der Bewahrung statt staatlicher Autonomie und ständischer Solidarität im Bund. Von der sozialen Utopie eines Michael Geismayer, dass kein Unterschied der Menschen, also dass noch höher oder besser weder der anders sein wolle, war und ist es noch ein weiter Weg. Und bis zum Diktum Thomas Mann schien es damals schon näher. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.